So, und willkommen zurück. Wir sind jetzt in der dritten Folge, in der zweiten des heutigen Tages. Und wir haben 33.000. Jetzt schauen wir mal. Hoffen wir, dass wir als letztes drankommen mit Auswählen. Weil ich ehrlich gesagt nur 1.000 ausgeben will. Dann reicht es nämlich genau. So. Na, perfekt. Jetzt haben wir noch 30 oder 32.000 übrig normalerweise. Ja, ist blöd. Dann werde ich jetzt einfach mir mal ein Darlehen holen von 500. Kann ich ja nach diesem Jahr wieder zurückzahlen. Und wir holen uns den Scanner. Perfekt. So. Also der Scanner funktioniert so. Mit C kann man den klicken, dann baut er sich auf und dann kann man den benutzen. Werde ich jetzt aber nicht tun. So. Sehr schön. Wieder zwei Wagen. Ah, sehr schön. Sogar ein großes Vorkommen. So. Machen wir da mal ein bisschen schneller. Ein bisschen Kohle rauskriegen. Also, ich denke mal, wir werden jetzt halt, die zwei übrigen Länder hier noch machen und einmal in der Wüste gleich, damit ihr das auch mal seht. So, und jetzt zeige ich euch den Scanner mal. Ja, den kann man jetzt halt einfach irgendwo hin tun, dann halt fährt er sich aus, wenn man draufklickt, dann scannt er hier. Macht halt im Allgemeinen eigentlich nur Sinn, wenn man halt weiß, dass da irgendwo was ist. Dementsprechend einfach den mal herhauen. Ah ja, genau, da hat man ja eh schon gesehen, dass es der hier ist. Was wird man hier machen? Ah, da ist sogar noch ein zweiter. So. Dann tun wir das und das mal upgraden. Das da richtig schön rein. So, jetzt gehen wir einfach hier nochmal. Und wie gesagt, man, den kann man halt dann halt upgraden. Die nächste Stufe wären halt $500 pro großen Scan. Den auch mal ab. So, jetzt haben wir alle 15 Wägen mit dabei. Und hier wird es halt jetzt halt fast Sinn machen, die Stufe 3 auszubauen. So, dann hauen wir noch mal einen rein. Ah ja, der hat noch mal was gefunden hier. Ach, wahrscheinlich der da. Machen wir mal einen kleinen Scan hier. Ja, der hat den doppelt gefunden. Das ist halt auch seltsam. So. Dann kriegt der hier ein Upgrade. Dann verkaufen wir hier Rüben.
Wie gesagt, mit dem Scanner da spart man sich halt einfach die ganzen Rohre, die wo ich halt davor gebraucht habe. Oder die, ja, nicht gebraucht, sondern die, wo ich halt einfach davor gebaut habe. So, sieht man gleich, der Tank wird jetzt gleich ziemlich voll werden. Jetzt gehen wir hier nochmal. Vielleicht ist ja da noch was. Yep. So, und dann verkauft man wieder. Wie gesagt, das Scanner-Tool ist so ziemlich das beste Tool, das was es überhaupt gibt im ganzen Spiel. So, jetzt lassen wir den nochmal rumlaufen. Und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ah ja. Ah ja, da ist noch einer, sehr schön. Gehen wir hier rüber nochmal. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass da auch noch was ist. Anscheinend nicht. Okay, dann lassen wir das jetzt im Scanner mal. Nochmal für über einen Dollar verkaufen. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich sogar eher fertig sein. Na, schafft man nicht ganz. Jetzt haben wir es halt wirklich um ein paar um ein bisschen Zeit nicht geschafft, um ein paar Tage. Naja, vielleicht haben wir trotzdem das ganze Öl abgebaut. Dann lassen wir das noch fertig laufen. Ja, perfekt, das ganze Öl abgebaut. Ja, und wenn wir halt jetzt halt einen Tag eher oder so schneller fertig geworden wären, dann hätten wir halt 1000 mehr verdient. Schauen wir mal die Ausgaben an. Ja, wieder 10.000. Aber dafür ist der habe ich eben alle Taschen geleert. Und ich meine, wir haben allein durch dieses Level jetzt halt hier fast den gesamten Betrag des Scanners wieder herinnen. Ja. Wenn man sich mal anschaut, bin leicht im Profit am besten. So, Darlehen. Okay. Schauen wir mal, ist das hier gleich aufgeführt? Nee, nicht wirklich. Ach ja, da ist so ein Symbol hier herum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt oder welche, was das macht. Das ist jetzt halt bei meiner Figur. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Ich bin gerade schon dabei, eins zu suchen, damit ich das wegbekomme, weil ich nur noch Probleme habe. Ich nehme ja das Leulo, glaube ich heißt das, nehme ich her. Das ja ein kostenfreies und ich denke mal, ich werde mir jetzt dann eins kaufen. Aber ich weiß halt nicht welches, weil es Frapster bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan davon und das OBD, also das Open Broadcast Teil, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwierig zum Einstellen. Das weiß ich nämlich noch nicht, wie das funktioniert. So. Schauen wir mal, irgendwas müssen wir noch upgraden, würde ich sagen, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, dann. Ah, genau, die Größe 2 Scanner kostet nur 15.000. Nehmen wir den doch mit.
Was kostet der größere Wagen? Auch 15.000. Okay, dann machen wir den das nächste Mal. So, Landauktion. Ja, sind jetzt eh nur noch 4 übrig. Kann ich mir jetzt ein schönes aussuchen. Genau, nehmt euch das alles. Nehmt euch selber Geld weg. Perfekt. Gut. Dann geht's mal auf. So. Komm, find du da was und find du da was und dann bin ich zufrieden. Sehr schön. Sehr schön. Na, perfekt. Ist gleich eine große Tasche hier auch. Na, ich glaube, besser kann es auch gar nicht laufen. So, jetzt bin ich schon wieder versucht, dass ich einen davon upgrade. Mache ich auch gleich. So, Verkauf, Verkauf, Verkauf. Und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Gleich am Anfang mal richtig Kohle scheffeln. Warum auch nicht? So, schon mal den nächsten Dozer losschicken. Ah, da hat er gleich was gefunden. Jetzt schauen wir mal. Und wie gesagt, jetzt können wir halt ein bisschen größer scannen. Also minimal. Genau, man kann auch scannen und nichts finden, gell? Ah, da unten. So, jetzt bauen wir mal ein Silo. Nee. Ich werde hier noch eine Line nach unten legen. Ui. Und jetzt sind wir an der Strafe. Shit. So. Ich würde sagen, wir scannen hier mal. Yep. Anscheinend nichts Gutes dabei. So. Öl wieder ein bisschen einlagern. Scannen wir mal hier noch. Vielleicht finden wir ja was. Ne, ich denke, das war's dann halt. Oder scheint zumindest, als wie wenn es gewesen wäre. Sehr gut. So. Anscheinend gibt es keine Tasche mehr für uns. Ja, die können wir auch noch upgraden hier. Warten wir noch, bis er bei 70 ist. Gut. Und einlagern. Haben wir noch kleine Probescans? Vielleicht finden wir noch durch Zufall was. Ja, perfekt. Und da zahlen wir wieder Strafe. Kommt vor. Ja, da kann man eben verbinden und jetzt wird es in alle verteilt. Normalerweise.
Ja, das habe ich befürchtet. Da bräuchte man derzeit auch wieder eine Dreierleitung, damit es halt in zwei verteilt wird. Ja. Aber wir sollten die 20.000 wieder knacken. Oh, 1,45 gleich. Sehr schön. Und haut's raus, haut's raus, haut's raus. Öl, Öl, Öl. Na, vielleicht kriegen wir sogar noch die 30.000 voll. Und einlagern. Schauen wir mal, dass wir den vielleicht noch einen Dollar kriegen. Wäre natürlich nicht verkehrt. Naja, wir verkaufen das. Sehr schön, ein bisschen Öl ist noch da. Oder? Ne, das war's. Gut. Und jetzt kriegen wir eben, wird die Verpachtung rückgängig gemacht, wenn wir eher fertig sind. Und wir kriegen wieder ein bisschen Geld zurück. Und wir haben alle vier Kammern geleert. Ja, die Strafe hier, die hätte nicht sein müssen. Aber naja, aber trotzdem, wir haben fast 30.000 gemacht. Schauen wir mal die Ausgaben. Ja, wieder 10.000, aber nein, ist nicht so schlimm. Gut. So, schauen wir mal. Ja, wir sind mit dem Profit auch wieder dreimal so hoch wie alle anderen. Unser Ölbedarf bringt uns in die Wüste. Hier kannst du über Felsen und Diamanten im Boden stolpern. Lass uns mit der Auktion beginnen. Dann werden wir tun. Und jetzt sind wir halt eben in der Wüste hier unten. Dann suchen wir uns gleich mal was. Nehmen wir den da. Sehr schön. Gut. Keine Lust, um die Felsen herumzulaufen? Dann geh mit diesem Spezialbohrer durch sie hindurch, die ich in meiner Fabrik anbiete. Falls du einen Diamanten siehst, brauchst du einen Maulwurf, um ihn aus dem Boden zu bekommen. Ich kann ihn diesen wertvollen Fähigkeiten beibringen. Ja, kann er. Aber dafür müssen wir erstmal den Maulwurf kaufen, der kostet 10.000 und dann müssen wir noch den Diamanten-Raufhol-Skill mit dazu kaufen, der kostet 20.000. Und da ist halt die Frage, machen wir das als erstes? Oder holen wir uns den Bohrer? Okay, hat sich jetzt eh erledigt. Dann nehmen wir den Diamanten noch. So. Gut. Wieder gleich anfangen wie immer. Na, sauber. Da ist halt jetzt das Problem. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn wir nach unten graben und auf den Felsen treffen, dann können wir nicht weiter bohren. Dann bleibt er stehen und wir müssen theoretisch außen herum graben. Wahrscheinlich sind wir jetzt halt hier. Ah ja, perfekt. Ja, hier ist es gleich. Da ist ein Felsen. Ich scanne das mal. Hier ist ein Felsen und ja, da müssen wir jetzt halt außen rumgraben, weil die Tasche, die wo er wahrscheinlich gefunden hat, oder das Ölvorkommen, ist wahrscheinlich genau unterhalb von diesen Steinen. Ja, genau hier. So. Da werde ich jetzt dann scannen, wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben. Ah, sauber, die Preise sinken. Fängt schon gut an in der Wüste. Oh mein, oh mein. Gut. Dann scannen wir jetzt hier mal, damit wir alles sehen. Ja, da kommen wir nicht wirklich hin. Wie gesagt, den Steinbohrer, den hätten wir eigentlich gleich kaufen sollen. War mein Fehler. So. Na toll. Hoppala.
Schauen wir gleich einmal. Ja, schon wieder Steine. Ja, haben wir richtig Pech gehabt. Aber da kommen wir gut hin, dann. Das ist eigentlich das Einzige, was ich nicht verstehe. Er pumpt ja ab und dann klappt es trotzdem wieder nicht. Dann kriege ich trotzdem die Strafe wegen dem Überlauf. So. Gut. Na, haben wir auch einen guten Preis wenigstens. So, ich schicke nochmal einen los. Vielleicht findet er noch was. Ja, nee, da kommen wir so gut wie gar nicht rum. Ja, leider. Wobei, das Einzige, was wir probieren können, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Dass wir hier durchkommen. Das wäre jetzt natürlich super. Ja, perfekt. Gleich mal aufwerten. So, dann kaufen wir uns noch drei weitere Wägen. Und der Preis sinkt und sinkt und sinkt. Natürlich, klar, jetzt werde ich gleich wieder Strafe zahlen müssen. Jupp, habe ich mir schon gedacht. Naja. Dafür kriegen wir da jetzt ein bisschen Kohle los. Oh, falsch, wir kriegen Kohle. Wir verdienen, wir werden sie nicht los. So. Jetzt scanne ich hier einfach mal. Dann wieder sollte man einfach ein bisschen warten. Dann zieht man das nämlich auch gleich. Ölfördern, Ölfördern, Ölfördern. Hier Rüben verkaufen. Nicht mehr verkaufen. Ah ja. Hin und wieder sollten wir uns die Deals auch anschauen, die man machen kann. Na komm, ich will mindestens über 70 Cent. Ah ja, sehr schön. Jetzt werden wir gleich wieder Strafe bezahlen müssen wahrscheinlich. Yep. Ah ja. Ah. Jetzt kommen wir hier rüber in Dollar. Oh, wahrscheinlich sind wir dann wieder vorzeitig fertig. Nein, schaffen wir nicht. Jetzt gehen wir hier einfach nochmal. Das war's dann, denke ich. Fertig? Gut. Ja, und jetzt kann man eben nur Level anhalten machen. Ja, da wäre noch eine Tasche unten gewesen. Oh ja, Strafe ist Strafe, Strafe. Gut. Aber wir haben zum Schluss nochmal gut rausgehauen an Profit. So. Also, das war's dann mit der dritten Folge. Ich werde bis zum nächsten Mal hoffentlich ein neues Aufnahmeprogramm haben. Und danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.